Wetterballons können bis weit in die Stratosphäre aufsteigen. Ein Ort, der für die meisten Menschen unerreichbar bleibt. Doch dank moderner 360-Grad-Kameras können wir uns nun erstmals auf diese atemberaubende Reise begeben. Jürgen Geertz ist ein Pionier bei der Entwicklung von Kamerasystemen, mit denen sich in alle Richtungen gleichzeitig filmen lässt. Der Filmemacher Thomas Wallner hat ihn gebeten, ein System zu konstruieren, das die Reise von der Erdoberfläche bis ins raue Klima der oberen Stratosphäre überstehen kann. Lass ihn steigen, genau wie beim Start. Diese experimentelle Mission wird von der kanadischen und der französischen Raumfahrtbehörde gemeinsam durchgeführt. Sie haben Jürgen und Thomas erlaubt, ihre Kameras an der Gondel zu befestigen. Seht ihr, wie holprig das ist? Aber die Kamera ist stabil. Dies wird der höchste Aufstieg, den eine 360-Grad-Kamera jemals unternommen hat. Die Temperaturen werden auf minus 60 Grad sinken und durch den fallenden Luftdruck wird ein fast vollständiges Vakuum erreicht. Jedes Bauteil muss getestet und zertifiziert werden, um absolut sicher zu gehen, dass es nicht versagt, auseinanderbricht oder ein Feuer verursacht, das die Mission gefährden könnte. Die Ballons sind sehr empfindlich. Das ganze Unternehmen hängt vom Wetter ab. Ein Start um 10 Uhr Universalzeit, also 6 Uhr Ortszeit, ist der frühestmögliche Zeitpunkt, um filmen zu können. Thomas und Jürgen warten seit einem Jahr auf den Tag, an dem ihre Kamera fliegen wird. Jeden Morgen wird bei einem Wetterbriefing verkündet, ob es am nächsten Tag endlich losgehen kann. Der erste Ballon startet um 10 und bleibt eine Stunde lang auf Steighöhe. Bei dem Start um 12 wird sich der Fallschirm bei Erreichen der Steighöhe sofort öffnen. Juni 2 Uhr morgens. Der Tag der Mission ist gekommen. Die dünne Ballonmembran füllt sich allmählich mit Helium. Die Metallgondel wiegt 2 Tonnen. Sie wird Jürgens Kamera während des Flugs tragen. Als erstes wird ein kleinerer Hilfsballon mit Gas gefüllt, der die schwere Gondel kurz über dem Boden schweben lässt, bis der eigentliche Ballon bereit ist. Die meisten Starts finden nachts statt, wenn es zum Filmen zu dunkel ist. Doch dieser Flug startet ausnahmsweise im Morgengrauen. Das Team beginnt nun mit der Befüllung des eigentlichen Ballons. Hier am Boden wird er nur teilweise gefüllt. Während des Aufstiegs sinkt der Luftdruck dann immer weiter ab, wodurch der Ballon auf das 600-fache seiner derzeitigen Größe anschwillt. Dort hinten sehen Sie, wie der Ballon befüllt wird. Man erkennt auch sehr gut die LKW mit dem Helium.
Die Ballonhülle wird auf den Boden ausgerollt. Bei Erreichen der Steighöhe hat der Ballon dann ein Volumen von 800.000 Kubikmetern. Hier vorn sehen Sie die Gondel mit dem Trennungsmechanismus und dem Fallschirm, mit dem die Ladung wieder auf die Erde zurückkehrt. Der entfaltete Fallschirm hat eine Oberfläche von 700 Quadratmetern. Jürgen hat ein System entwickelt, das die Gondel selbst in eine riesige Kamera verwandeln wird. Alle Kameras sind nach außen gerichtet. Sollte auch nur eine der 12 Kameras ausfallen, wäre die Aufnahme ruiniert. Was die Kamera auf der Rollbahn aufnimmt, ist zu nah, um es richtig zusammenzusetzen. Doch in der Luft werden sich die fernen Horizonte zu einem nahtlosen Bild zusammenfügen, das nichts als die Erdoberfläche, den fliegenden Ballon und den Himmel zeigt. Alle Leinen los. Tools, Tape. Explorer is blinking. We are good to go. Wir sind startbereit. C'est OK pour vous.